Ich habe letztens so eine XXL-Hose gefunden, die mir viel zu groß Bei ist. GNTM haben die das coole Levi's-Shooting gehabt. Deswegen dachte ich, passt das perfekt zu meinem neuen Format, wenn ich Designerin von Punkt, Punkt, Punkt wäre. Wir machen daraus jetzt einen coolen Trenchcoat für Levi's. Dafür habe ich erstmal die Jeans in alle Einzelteile zerlegt und ein Hemd von meinem Freund geklaut, das die Basis für den Trenchcoat geben soll. Und ich bin ehrlich, ich war erst skeptisch wegen den zwei dunkelblauen Teilen, aber ich fand es am Ende ganz geil, ehrlich gesagt. Ich habe mir dann die geöffneten Jeansbeine so angezogen und dachte mir so, Respekt, das könnte halt wirklich ein Trenchcoat werden, wenn dann noch Ärmel drankommen. Für die Ärmel hat aber leider die 5XL Jeans nicht gereicht, deswegen bin ich in den Secondhand-Laden, habe mir dann nochmal eine neue Jeans gekauft, aber in einer anderen Farbe und habe dann daraus die Ärmel gemacht. Ich habe dann so noch so eine Jeansnaht von der anderen blauen Jeans genommen und habe die so in die Mitte der Ärmel genäht. Und natürlich, Freunde, durfte das Levi's-Logo nicht fehlen. Das ist die fertige Jacke. Ich finde sie richtig cool mit das Coolste, was ich mal genäht habe. Und für die ganze Arbeit könnt ihr ja jetzt mal Levi's markieren, damit ihr das sehen. Ich habe sogar übrigens auch noch einen Rock gemacht. Für wen soll ich als nächstes was designen?